Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 1 bis 3 Remastered. In der letzten Folge sind wir hier ja gelandet. Wir haben das ja hier geschafft mit den ganzen Türen öffnen und haben die ganzen Schlüssel gefunden. Da wird ja hier durch diese Tür gehen können. Aber ich glaube, ich hätte das in der letzten Folge, glaube ich, noch mitmachen können, ne? Aber mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe in der Zwischenzeit viele andere Spiele gespielt und ich hatte privat ein bisschen was zu tun. Drum kommen jetzt erst wieder Videos. Aber egal, wir gehen jetzt direkt. Ich habe es ja fast gedacht. Wir haben nur ein Geheimnis gefunden und 10 von 19 Fundstücke. Okay. Aber dafür haben wir an Massenmunition verbraucht. Also meine Präzision an Zielen sollte vielleicht ein bisschen mehr geübt werden. Aber ansonsten kriegen wir das alles gebacken. So, rein da in das neue. Ich muss erstmal jetzt überlegen, was habe ich für eine Steuerung? Die alte oder die moderne? Ich weiß nicht, ob das schon gefixt wurde mit dem Wasser. Aber das können wir gerne gleich austesten. Ich hoffe, kein Krokodil hier. Dass wir da reingehen und Überraschung. Ich dachte es mir doch. Totes Vieh. Wunderbar. Ich hoffe, es war nur das eine. Aber wir testen das jetzt mal. Ich will das einfach nur wissen. Weil ich habe lange nicht mehr gezockt jetzt. Ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir testen das. Steuerung ändern. Moment. Einmal mal kurz testen. Und zwar diese Steuerung. Und dann schauen wir, da ist nämlich Dreieck. Nein, die geht immer noch nicht raus. Okay. Dann nicht. Nein, 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 das wollte ich nicht. Das wollte man nicht. Das wollte man. So. Okay, also da geht es ja auf jeden Fall raus. Aber hier gibt es nichts zu holen, ne? Haben wir kein Medikit und so. Nope. Gut, dann können wir tanken gehen, weil ich schon so ein Tauchen gehen. Warte mal, ich muss echt erstmal an die Steuerung wieder ein bisschen geben. Ah, hier lang. Okay. Da geht's lang. Erstmal bevor wir rausgehen, aufpassen. Nicht das. Aber sind wir da nicht rein? Ich wusste es doch einfach. Ich wusste es einfach. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Man hört ihn, aber wo ist er? Da ist er. Ein Löwe. Eieiei. Das machen wir jetzt ganz systematisch. Oder auch nicht. Den Andi kennt man mit seinem systematisch, ne? Ja. Lara, schwimmen. Perfekt. Oh. Perfekt, Leute, perfekt. Aber das ist nur perfekt, weil es nur einer ist, ne? Aber nice. Gut, dann haben wir den. Ich schau mal, vielleicht ist hier noch irgendwie so ein Vieh. Boah, ich wollte springen. Sie will nicht springen. Boah, was ist da los? Warum springt die denn nicht? So, jetzt sauber. Ah, ich vergesse mal, ich muss erst springen drücken und dann nach hinten oder zur Seite. Das müssen wir alles nochmal üben hier.
Okay, dann hätten wir den, den, den. Dann schauen wir weiter hier. Aber nettes Level. Cool. Gut. Schauen wir weiter. Ich muss mir immer das erst angeben. Die springt nämlich erst so genau. Man muss erst springen und dann den Dings. Daran muss ich mich gewöhnen. Ich muss mir das jetzt, was heißt gewöhnen? Ich muss mir das endlich mal merken. So. Okay. Okay, das sind mehrere Eingänge. Ich gehe mal da hoch. Ups. Okay, da ist nichts. Gut. Ich dachte, vielleicht hätten wir irgendwo. Oh, wer rechnet denn mit dem, ne? Aber bei Tomb Raider muss man mit allem rechnen. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich habe vergessen zu speichern. Aber jetzt wissen wir das ja. Dann machen wir das Ganze nochmal. Das hier müssen wir. Zack, rein da. Ja, das wissen wir. So. Dann da. Ah, nein, 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 da ist ja der Dings. Nein, ich habe vergessen, da ist das Krokodil. Oh, raus da, Lara. Oh, Halleluja. Nein, jetzt springt die wieder da rein. Lara, komm raus, raus. Oh, Digga. Ist nicht tot. Mit Sicherheit nicht tot. Das schwimmt irgendwo da vorne rum. Hallo. Hallo. Please come back, dass ich dich erschießen kann. Komm. Eieiei. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Das ist nicht tot, ne? Oh, ich sehe nichts. Also ich nicht. Ich hoffe, jetzt ist es tot. Ich habe nichts gehört, ob die. Ist es tot? Was denkt ihr? Ist es tot? Herr Andi, der Schisser, ne? Egal, komm rein da. Zack. Okay, es ist tot. So. Dann raus hier. Dann der nächste one. Dann der next one. Komm schon. Okay, cool. Gucken mal dahinter, vielleicht findet man irgendwas. Vielleicht finden wir irgendetwas, aber sieht nicht danach aus, ne? Nein, sieht nicht danach aus. So, jetzt müssen wir aufpassen, da in der Treppe ist nämlich so ein Ding ins Bummens noch. Sollen wir hier speichern, sicherheitshalber, sonst fangen wir wieder da hinten an. Ich glaube, das machen wir mal, ne? Machen wir mal, komm. Kann nicht schaden. Einmal speichern, dann nehmen wir das hier. Perfekt.
Welche Seite war das? Die linke, ne? Hier kam das. Oje, das Schwede. So. Okay. Wir müssen irgendwo einen Hebel finden, scheint mir. Wo kann man noch mal die Kamera? Ah, okay. Ups. Wir müssen einen Hebel finden. Und der ist wo? Unter Wasser kann nicht sein, ne? Also ich habe auch nicht ganz genau geschaut, aber da war nichts, ne? Da sind wir nicht weitergekommen hier. Dann geht es auch nicht hoch. Oh, ich wollte springen und nicht schießen. Okay, nee, das macht sie nicht. Gut, dann gehen wir da raus und schauen wir mal im tiefen Nass, ob wir da was finden. Oder hier irgendwo. Okay, da haben wir auch nichts. An das Level kann ich mich ja gar nicht erinnern. Das muss ich mal ehrlich zugeben. Boah, man merkt, ich habe das wahrscheinlich früher gar nicht so oft gespielt, ne? Aber egalo, das kriegen wir schon. Das ist halt das Geile an den Spielen, dass man sich nicht mehr erinnern kann. Also am besten ist es. Und einfach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was ist. Vielleicht war in dem anderen Raum irgendwas. Nee, aber da war nichts, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall einen Hebel, damit die Tür da aufgeht. Oder war der oben bei der Tür? Und ich habe es nicht gesehen. Aha. Da wird, kommt ihr da hoch? Moment. Ich sehe nichts. Okay, das ist okay, ich habe verstanden. Die springt, ach so, ich habe ja Viereck springen. Oh. Okay, das war zu weit. Und das auch zu weit. Okay, das scheint wohl. Okay, nein, das ist nichts. Gut. Wir müssen irgendwie die Tür aufbringen. Das Gitter meine ich. Aber bei der anderen Tür ist nichts. Irgendwo aber, aber ich, wir haben irgendwo was übersehen, gute Freunde. Die Armillare. Ballert immer an die Wand. Okay, ich merke die Sonne hier bei mir. Ich nix sehe da drin. So, jetzt hat das ein bisschen heller. Okay, wir schauen mal. Aber irgendwo muss. Das habe ich gedacht, hier oben, aber da kommst du gar nicht hoch, oder? Mal das bisschen begutachten. Nee, da kommst du nicht rauf. Vor allem, was wollen wir da oben? Ist ja doch ein Quatsch. Aber das sieht aus, als wäre da eine Tür. Nee, aber das ist keine. So, jetzt gehen wir nochmal dahinter. Auf jeden Fall, irgendwo muss ein Hebel sein. Ihr Chevo, ihr werdet euch wahrscheinlich denken, Junge, geh doch mal da hoch und so. Das habe ich gerade irgendwie vor, dass wir vielleicht darauf gehen.
Okay, ein bisschen rüber. Beruhig dich. Genau so. Und dann hier rüber springen. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Ich denke ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen so. Ein bisschen drehen. Dann dahin. Zack. So, ich sehe nichts. Kann man hier durch? Ja. Also man kann doch darauf. Aber ob es halt richtig ist. Okay. Das Medikit, das nehmen wir natürlich mit. Nein, Lara, nicht darunter. Oh Gott sei Dank ist das nicht so hoch. Andi, Andi. Die arme Lara. Die stirbt bei mir mehr als sie soll. Egal, gehen wir nochmal da hoch. Nicht da. Da. Da gehen wir rauf. Okay, so war es nicht geplant. Das wollte nicht so, wie ich wollte. Perfekt. Nein, das stimmt. Moment. So. Holen wir uns das Medikit. Nice. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Zumindest haben wir Medikit. Geht es dann noch weiter rauf? Kommt die da hoch? Okay, das scheint nicht so. Das scheint zu hoch zu sein. Aber vielleicht da, weil das geht ein bisschen schräg ab, ne? Das könnte funktionieren. Oh Gott. Na, sieht da einer an. Okay. Okay. Was wollen wir hier? Ich weiß halt nicht, ob das richtig ist. Dann fallen wir hier wieder runter, ne?
Gut, aber es geht nicht hier hoch, oder? Nein, also höher geht's nicht mehr. Warum wir auch immer da hochkommen? Darüber können wir nicht. Irgendwo muss ein Hebel sein, auf jeden Fall. Irgendwo ist irgendwas, wo wir das Ding da ziehen müssen. Okay, ich habe noch keinen blassen Schimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hinten ist definitiv nichts. Ich weiß nicht, warum ich da hingehe wieder. Nach oben kommen wir nicht auf die letzte Etage. Das Einzige ist hier unten noch. Aber da ist halt auch nichts, ne? Ne, weiter geht's hier nicht. Weiter geht's hier nicht. Da scheint auch nichts mehr zu sein. Das ist nur, damit man da runter, oh, damit man da runter kommt. Ich wollte eigentlich auf die Schräge springen, aber ging nicht. Gut, dann nicht. Aber irgendwo. Es gibt's ja nicht. Also hier kommt man nicht weiter. Das ist wahrscheinlich wieder so einfach. Und ich sehe halt das Ding einfach wieder nicht. Aber das soll. Das macht keinen Sinn, das hier. Ja, eben. Das macht keinen Sinn. Dann schauen wir doch noch mal drüben, die andere Seite. Vielleicht habe ich da was übersehen. Aber das ist nicht so. Das ist nicht. Oh. Ne, da geht's nicht weiter. Definitiv nicht. Okay. Dann ich nicht weiß, wie hier geht weiter. Also unter Wasser, ich habe nichts gesehen. Unter Wasser oben war nur das Medikit. Da ist auch nichts weiter. Da kann man dann wieder runter. Also ist nur noch hier das Schwimmbecken. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielleicht habe ich tatsächlich irgendwas übersehen. So, schauen wir mal hier. Vielleicht habe ich hier irgendwo was übersehen. Das ist schon knifflig, so Tomb Raider, ne? Alle anderen, die das Spiel natürlich kennen und was ich wahrscheinlich auswendig kenne, die werden sagen, Andi, was machst du da, ne? Das ist so einfach und du rennst rum wie ein Blindfisch. Tja, nun, so ist das. Wenn man keinen Anhaltspunkt hat an sich. Und ich finde, Tomb Raider war schon immer schwer. Gerade ich habe es schon mal erwähnt, ne? Also ich finde, den ersten Teil ist für mich, also jetzt für mich der schwerste wirklich. Ich glaube, das ist der schwerste Teil von der ganzen Serie. Die anderen sind etwas leichter. Aber der erste Teil, der ist echt knifflig. Es ist aber hier auch nichts, ne? Das sieht nicht danach aus, als wäre hier was. Ich habe keine Ahnung. Auf irgendwas schießen müssen wir auch nicht.
Das sind nur die kaputten Dingens hier. Da hinten ist auch nichts. Das ist bloß, dass wir da hochkommen. Und da haben wir nur das Medikit geholt. Aber wieso kommt ihr auf zwei Etagen und dann ist auf der zweiten nichts? Das kapiere ich nicht so wirklich. Aber ich übersehe irgendwas. Also hier war nichts. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist der Löwe rausgekommen, hier. Zum Gucken. Das ist. Wir müssen auf jeden Fall da rein. Irgendwie müssen wir da rein. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie Leute. Wie immer. Aber die kommt auch nicht da hoch. Aber was will sie auch da oben, ne? Okay, nee, das hat keinen Sinn. Das hat wenig Sinn. Ich übersehe hier was, aber was? Also hier war nichts, hier war nichts. Das kann dann bloß da oben irgendwas sein, oder nicht? Wieso kommt man da hoch? Das ist doch. Ich weiß halt nicht, kommt man von da auch da rauf? Scheint nicht so, ne? Aber da ist auch nichts. Da ist nur ein Medikit. Ich hätte nichts sehr weiß. Okay, dann schauen wir noch mal da hoch. Gucken. Da hoch gucken. Oh, jetzt habe ich zu früh losgelassen. Okay. So. Also unten war definitiv nichts. Weil da haben wir nur das Medikit geholt. Aber was soll da sein? Und ganz hoch kommen wir nicht. Aber wieso komme ich da hoch? Das verstehe ich halt nicht. Das ist, ui, das ist sehr irreführend. Was macht dieses Spiel? Ich will mal bloß darüber gucken. Okay, das, warum sollten wir darüber wollen? Das ist Quatsch. Da drüben war auch nichts, da war auch. Kein Hebel, kein nichts. Nee, da ist nichts. Ist nichts. Okay, dann gib wieder runter. Gut. Tja, Leute, ich habe keine Ahnung.
Also ich verzweifle jetzt nicht, ne? Aber ich habe halt überhaupt keine Gedanken. So, was könnte man tun? Wo muss ich suchen? Das ist das große Problemst. Ich weiß tatsächlich nicht. Also da bringt es nichts, noch 15 Mal hochzulaufen. Irgendwo ist ein. Kommt man da hinten hin? Warum sollten wir da hier hoch vielleicht irgendwo? Da geht's doch. Kann man da? Der Krokofant. Aber da kommt die nicht raus, ne? Nee, da kommt die nicht raus. Du liegst hier ungünstig, Freundchen. So, gehen Sie mal weg. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich sehe aber auch nirgendwo, als wäre da irgendwas, wo man ziehen, drücken, keine Ahnung, irgendeinen Felsen bewegen, gar nichts. Autsch. Sorry, Lara. Ich nicht wissen. Von da sind wir gekommen. Das ist belastend, Leute, belastend. Also das ist Quatsch hier, von da sind wir gekommen. Diese ist Quatsch. Ich nicht wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo soll ich noch schauen, ne? Ganz ehrlich. Das wüsste ich jetzt nicht. Aber hier ist halt auch nirgends was, ne? Da ist auch nichts. Das ist halt nur, dass du hier rüber kommst. Okay, und da haben wir die Löwen erledigt. Und dann, wenn man sich vorstellt, ne, dass die Grafik früher so aussah, so haben wir gespielt und wir fanden das richtig geil, Mann. Wir fanden das richtig geil. Und heute ist modern, so. Aber so haben wir gespielt. Das war richtig Hammer. So hat sie ausgesehen, unsere liebe Lara. Hey, ich habe keinen Plan, Leute. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Also oben, das ist totaler Quatsch. Warum soll ich da nochmal hochgehen? Also da haben wir das Medikit gefunden. Ansonsten, ich habe keinen Plan. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Ich nicht wissen. Ich habe geschaut am Boden irgendwo, vielleicht irgendwo draufsteigen, dass da irgendwas ein Mechanismus ist oder sowas. Aber ist er nix. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, die Wand hier, weil die ein bisschen anders aussieht als die anderen. Aber wir haben nichts, wo wir rausziehen können oder reinschieben oder sonstiges. Das ist komisch. Und da oben ist halt auch gar nichts. Da haben wir nur das Medikit gefunden. Und in der zweiten Etage, da rennst du halt einfach. Also hier ist halt überhaupt nichts. Hier kommst du ja generell nicht weiter.
Das wäre eigentlich die andere Seite von der Tür. Aber da kommen wir nicht rein. Wir müssen da drüben auf die andere. Hier müssen wir hin. Aber dazu müssen wir dieses Gedings aufmachen. Aber wie? Okay, Leute, bevor ihr mir jetzt noch eine Stunde zuschaut, wie ich hier rumlaufe, ich werde das mal offscreen ein bisschen versuchen. Ich werde mich da jetzt ein bisschen, ich schaue noch mal nach oben, nach links, nach rechts. Sollte ich es gefunden haben, werde ich sofort wieder einschalten und euch das natürlich zeigen. Das ist doch ganz klar. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Bis dahin, macht's gut. Ciao.